Der Villacher Fasching hielt Einzug in Wien und das im wahrsten Sinne, denn zu Gast in der Albert-Schulz-Halle war diesmal der Villacher SV, eine Mannschaft, die hier seit Dezember 2007 nicht mehr gewonnen hat. Ob am heutigen Fasching-Dienstag alles anders sein sollte? Naja, es muss ja wieder mal passen, oder? Ich glaube, ja, heute ist noch nicht so wichtig, deswegen bin ich eher beruhigt und so, aber ich hoffe trotzdem auf einen Sieg, muss ich sagen. Warum soll es heute klappen? Ob es heute klappt, ist relativ ungewiss. Aber heute ist Faschingsdienstag. Villach feiert sowieso Lelei also. Und eine gute Leistung werden wir bieten. Ob es reicht, ist die Frage. Aber wir hoffen drauf. Ich hoffe, dass es einen Villacher Fasching in Wien gibt. Und dass wir die Villacher halt ganz fest vom Eis putzen. Ne? Das wird sicher ein schweres Spiel, weil die Villacher immer ein harter Gegner sind. Vom körperbetonten Spiel her. Aber ich tippe auf ein 5-2 für die Caps. Gegen die Feierlaune der Villacher war diesmal aber kein Kraut gewachsen. Die starken Kärntner erzielten die ersten Treffer in dieser Partie und gaben die Führung bis zum Schluss nicht mehr aus der Hand. Ja, also wir haben halt am Anfang, normal ist immer so, dass wir nach Wien kommen und in den ersten paar Minuten gleich 5 gegen 3 gegen uns haben und dann steht es gleich 1-2-0 für Wien und das war eben heute anders und wir sind eben gut aus der Kabine gekommen, haben von Anfang an mitgespielt und haben eben dann das erste Tor geschossen und das war schon einmal sehr wichtig für die Moral und dann sind wir mit einer Führung in die Kabine und dann ist es so weitergegangen. Aber Wien ist eine sehr starke Mannschaft. Wir haben es gewusst, dass wir sie nicht viel Platz lassen dürfen, dass wir halt hinten zum Schluss auch sehr kompromisslos gespielt haben und das war dann eben wichtig für die 2 Punkte. Dabei hätten die Caps durchaus die Chance gehabt, das Spiel zu drehen. Doch dem 1-2 Anschlusstreffer durch Bouchard folgte das prompte 1-3. Ja, das dritte Tor war ganz wichtig, sofort nach dem ersten Wien-Tor. Aber wir haben auch einen Stangenschuss im letzten Drittel gehabt und war dann 4-2 und das Spiel war vielleicht vorbei. So, wir haben auch ziemlich viele Torchancen gehabt, nicht nur die Tore. Wir waren zu verspielt einfach. Wir haben einfach nicht die einfachen Pässe gemacht, sondern haben immer versucht, schöner ein bisschen zu spielen und da die schwierigen Pässe mehr passiert, aber das funktioniert nicht so, wir müssen einfach spielen und das Schöne kommt dann eben automatisch. Tore zu schießen ist auch eine Qualität und wir haben, es stimmt, wir haben viel zu viele Chancen verpasst heute Abend. Lemieux Alleingang, Rodder Alleingang, Butlin ein paar Chancen, alle hat Chancen gehabt und man muss diese Chancen nutzen. Noch eine Runde bleibt den Teams Zeit, um sich perfekt auf die Playoffs einzuspielen. Wünsche, wenn man dort als Gegner bekommt, haben zumindest Villach und die Caps aber nicht. Schaut jetzt aus so wie Linz, aber ich weiß nicht genau. Linz, sie sind alle, die vier Top-Mannschaften sind alle ein bisschen unentschiedliche Mannschaften. Sie spielen verschiedene Eishockey und schwierig zum Sagen. Ja, wünschen ist immer gefährlich. Wie du hast gesagt, du musst gegen jeden schlagen. So, wer kommt, es kommt.